639 Wrackteile, die aus dem Meer geborgen werden. 639 Teile, die das Rätsel um einen tödlichen Flugzeugabsturz nur noch undurchsichtiger machen. Okay, etwas mehr nach rechts. Da. Erst das 640. Wrackteil von China Airlines Flug 611, das geborgen wird, enthält die Antwort. Das war unser Heurika. Das Wrackteil, das die Ermittler von allen am genauesten untersuchen. Ein einzelnes Wrackteil, das ihnen letztendlich den Hinweis liefert, warum ein modernes Flugzeug mit 225 Menschen an Bord mitten in der Luft auseinanderbrach. Fuß. Niedrige Geschwindigkeit, Sir. Haben Sie das gespürt? Der 25. Mai 2002. Fahrwerke einfahren? Eine Boeing 747 der China Airlines startet von der taiwanesischen Hauptstadt Taipei. Taipei Anflugkontrolle, Dynasty 611, passieren 1600. Taipei Anflugkontrolle, Radarkontakt. Steigen Sie und halten Sie Flughöhe 260. 260, Dynasty 611. Autopilot B ein. China Airlines ist die nationale Fluggesellschaft Taiwans. An Bord von Flug 611 befinden sich 225 Menschen. Der für heute angesetzte Flug soll nur ein Kurzstreckenflug werden. Eine Stunde und 40 Minuten über die Formosa-Straße direkt nach Hongkong. Es ist eine der meistfrequentierten Strecken der Welt. Dieses hohe Passagieraufkommen hat ihr den Namen die Goldene Route eingebracht. Meine Damen und Herren, die Anschnallzeichen sind jetzt aus. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen jedoch, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Minuten nach dem Start. Gleichmäßig steigt Flug 611 über die Formosa-Straße auf. Der Autopilot steuert das Flugzeug. Doch dann, 20 Minuten nach dem Start, auf einer Höhe von fast 11.000 Metern, verschwindet das Flugzeug vom Radar der Flugsicherungszentrale Taipei. Dynasty 611 Taipei. Dynasty 611 Taipei. Ich habe ein Flugzeug auf dem Radar verloren. China Airlines 611. Der letzte Funkkontakt war bei 119 Grad 67 Minuten Ost, 23 Grad 98 Minuten Nord. Sofort starten die taiwanesischen Behörden eine der größten Rettungsaktionen in der Luftfahrtgeschichte des Landes. Ich habe den eindeutigen Befehl gegeben, zuerst Überlebende zu bergen, dann Leichen und dann, wirklich nur dann, Wrackteile. Mehr als 1000 Retter sind im Einsatz. Darunter Fischer mit ihren Booten, die Küstenwache und das taiwanesische Militär. Als Flug 611 verschwand,
befand sich die Maschine 55 Kilometer vor der Küste Taiwans, nördlich der Pescadoreninseln. Die Rettungskräfte sichten Trümmer, die in der Formosa-Straße treiben. Als erstes sahen wir viele Wrackteile, darunter Reifen des Fahrwerks, Servietten, Messer und Gabeln. Die Trümmer sind weit verstreut. Einige werden hunderte Kilometer entfernt gefunden, in Zentral-Taiwan. Während die Rettungsaktion andauert, will der taiwanesische Flugsicherheitsrat ASC herausfinden, warum das 22 Jahre alte Flugzeug abgestürzt ist. 747-200, ausgeliefert am 2. August 1979. Kay Yong ist der Vorsitzende des ASC. Er leitet die Ermittlungen. Die Kommandozentrale ist auf den Pescadoreninseln. Los! China Airlines hat ein sehr schlechtes Sicherheitsprotokoll. Sie galt sogar als eine der schlechtesten Fluggesellschaften der Welt. Im Schnitt gab es alle 4 Jahre einen größeren Unfall. Diese Untersuchung war bei weitem eine der schwierigsten. Und das lag natürlich auch daran, weil der Absturz über dem Meer erfolgt war. Rund um die Uhr suchen die Rettungskräfte nach Überlebenden. An Bord von Flug 611 befanden sich 225 Menschen. Doch die Rettungskräfte bergen niemanden lebend. Die Leichen werden auf die Pescadoreninseln gebracht. Dort sollen sie identifiziert und untersucht werden. Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um ein Flugzeug, das in den USA gebaut wurde. Deshalb schaltet sich auch die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde NTSB ein und sendet Ermittler nach Taiwan. Ihre Leitung übernimmt John DeLisi in Washington. Wir haben sehr gute Beziehungen zum taiwanesischen Flugsicherheitsrat. Wir wussten, dass er uns hinzuziehen und unsere Hilfe bei dem Fall erbitten würde. Die Wrackteile, die die Rettungskräfte finden, bringen sie ebenfalls auf die Pescadoreninseln. Jetzt müssen die Ermittler herausfinden, warum eines der erfolgreichsten Flugzeuge der Welt einfach vom Himmel fiel, auf einer der meistfrequentierten Routen der Welt. Die Boeing 747 ist der bekannteste Jumbojet der Welt. Er transportiert Millionen von Menschen über Milliarden von Kilometern hinweg. Daher waren wir sehr besorgt. Guten Morgen. Ich bin schon gespannt, was Sie haben. Auf seiner kurzen Reise überwachte auch ein hochentwickeltes Bodenradar Flug 611. Die Aufzeichnungen des Radars sollen den Ermittlern mehr Aufschlüsse liefern als das Radar der Flugsicherung. Kay Yong findet den ersten Hinweis in dem Fall. Das Flugzeug war auf dem Radar zu erkennen, in einer Flughöhe von 11.000 Metern, bis sich das Signal von Flug 611 plötzlich aufteilte. Das Auseinanderbrechen ist gut zu sehen. Es sieht auf dem Radar so aus, als ob 3 oder 4 ziemlich große Wrackteile auseinanderdrifteten und beim Sturz zur Erde auseinanderbrachen. Das sagt uns, dass die Maschine während des Fluges auseinanderbrach. Jetzt müssen die Ermittler herausfinden, warum das Flugzeug auseinanderbrach. Es gibt viele verschiedene Theorien darüber, was in diesem Flugzeug passiert ist. Wir wussten, dass etwas Gewaltiges geschehen war, plötzlich und ohne Vorwarnung. In den Medien keimt bald ein schrecklicher Verdacht auf. Wurde Flug 611 abgeschossen? Die Beziehung zwischen China und Taiwan gestaltet sich sehr schwierig. In der Vergangenheit hatte China Taiwan schon einmal beschossen. Deshalb kursiert jetzt in den Medien der Verdacht,
dass China Flug 611 abgeschossen hat. Es gab viele Theorien darüber, dass die Maschine von feindlichem Feuer getroffen wurde. Nur 20 Monate vorher wurde ein Flugzeug der Siberia Airlines über dem Schwarzen Meer abgeschossen, mit 78 Menschen an Bord. Dabei handelte es sich um ein ukrainisches Übungsmanöver, bei dem eine abgefeuerte Rakete versehentlich die Maschine traf. An dem Tag, als die China Airlines Maschine abstürzte, führte China gerade Militärübungen auf der Formosa-Straße durch. Die Verantwortlichen dementieren jedoch vehement, dass auf Flug 611 geschossen wurde. Und keines der bisher gefundenen Wrackteile bestätigt den Verdacht eines Abschusses. Auch auf dem Radar deutet nichts auf eine Rakete hin, die Kurs auf Flug 611 nahm. Es war ziemlich schnell klar, dass ein Raketenabschuss auszuschließen war, ebenso wie eine Kollision. Zum Zeitpunkt des Absturzes war nichts in der Nähe des Flugzeugs. Warum ein Flugzeug mitten in der Luft auseinanderbricht, das kann nur wenige Ursachen haben. Eine von ihnen, eine Bombe. Forensiker überprüfen, ob die geborgenen Leichen Verbrennungen und Splitter aufweisen. Doch sie finden nichts. Wäre eine Bombe die Ursache gewesen, müsste die Metalloberfläche des Flugzeugs auf eine ganz bestimmte Art aufgerissen und verbogen sein. Doch in den Trümmern finden die Ermittler keinen Hinweis, der auf ein derartiges Szenario hinweist. Um eine Bombe jedoch auszuschließen, müssen sie mehr Wrackteile bergen. Ich denke, das war alles an treibenden Trümmern. Die NTSB-Ermittler kommen in Taiwan an. Guten Morgen, ich bin Clint Cruikshanks von der NTSB. Hallo. Ich fürchte, wir haben noch nicht viel. Clint Cruikshanks ist Statikingenieur und kennt die 747 in- und auswendig. Ich hatte keine vorgefasste Meinung. Dies war mein erster großer Fall bei der NTSB. Die treibenden Wrackteile bringen uns nicht weiter. Durchbruch während des Flugs, mehr wissen wir nicht. Die taiwanesische Luftfahrtbehörde geht kein Risiko ein und verhängt ein Startverbot für alle Flugzeuge der Serie 747-200 von China Airlines, bis diese auf mechanische Defekte überprüft worden sind. Das bedeutet zusätzlichen Druck für die Ermittler. Danke für diese Unterlagen. Nach Meinung der NTSB ähnelt dieser Unfall einem der am meisten untersuchten Flugzeugabstürze. Flug 800 der Transworld Airlines, 6 Jahre zuvor. Genauso wie die Maschine der China Airlines brach das Flugzeug im Steigflug auseinander. Kurz nachdem es von New York gestartet war, stürzte es in den Atlantik. TWA Flug 800 war eine der größten NTSB-Ermittlungen. Sie dauerte 4 Jahre. Die genaue Untersuchung deckte einen Konstruktionsfehler bei der 747 auf. Ein freiliegendes Kabel in der Nähe eines Tanks, das einen Funken auslöste und das Kerosin entzündete. Vielleicht ist das auch in diesem Fall die Ursache für den Absturz, denn zwischen den beiden Flügen gibt es mehrere Parallelen. Bei beiden Maschinen handelte es sich um den Typ 747. Beide brachen ohne Vorwarnung beim Steigflug auseinander. Außerdem hoben beide Maschinen bei sehr heißen Temperaturen ab. Vielleicht führte die Hitze dazu, dass Flug 800 explodierte. Das Flugzeug wartete 1 Stunde auf dem Rollfeld. Währenddessen lief die Klimaanlage. Die Ermittler glauben, dass die heiße Luft von der Klimaanlage das Kerosin erhitzt hat. Es scheint, als ob sich die Katastrophe von TWA Flug 800 wiederholt hat. Beide Fälle waren sehr, sehr ähnlich. Daher konzentrierten wir uns sofort auf den zentralen Tragflächentank. Drei Wochen nach dem Unglück kommt die Jan Steen in der Formosa-Straße an. Ein technisch hochentwickeltes Bergungsschiff. An Bord Taucher, eine Tauchkammer und ein ferngesteuertes U-Boot mit Sonar- und Videokameras. Die NTSB sollte das Bergungsschiff bemannen und die Videobilder des U-Boots auswerten.
Mithilfe des Sonars orten die Ermittler das Wrack von Flug 611 tief unter Wasser. Okay, etwas mehr nach rechts. Clint Cruikshanks kennt alle Teile einer 747, aber so hat er sie noch nie gesehen. Als ich die Teile dort auf dem Meeresboden sah, war das wie ein Schock. Das U-Boot hatte nur spärliches Licht. Deshalb konnte man die Teile nur schwer erkennen und man musste sie aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Cruikshanks soll den Taiwanesen helfen, die Flugzeugteile zu identifizieren. Man braucht sehr viel Vorstellungskraft, um ein zerstörtes Teil im Kopf auseinanderzufalten und dann zu sagen, welches Teil es ist. Okay, etwas mehr nach rechts. Okay, zurück. Da, das ist definitiv ein Teil der Tragfläche. Sobald Cruikshanks ein Teil identifiziert hat, werden dessen GPS-Koordinaten aufgezeichnet. Durch die GPS-Ortung stellen die Ermittler fest, die Trümmer sind über eine Fläche von 325 Quadratkilometern verstreut. Es wird nicht leicht werden, alle Flugzeugteile aufzuspüren. 25 Tage nachdem Flug 611 abgestürzt ist, die Flugschreiber werden gefunden. Dabei handelt es sich um den Stimmenrekorder im Cockpit und um den Flugdatenschreiber. Beide könnten Hinweise enthalten, was in den letzten Minuten von Flug 611 passiert ist. Wenn die Ermittler auf den Flugschreibern die Antwort finden, müssen sie vielleicht keine weiteren Wrackteile mehr bergen. Deshalb sind die Daten für sie von großem Wert. Alle bereit? Die Ermittler beginnen mit dem Stimmenrekorder. Sie hoffen, dass die Piloten über einen Notfall an Bord gesprochen haben. Willkommen an Bord von China Airlines. Die Aufnahme beginnt circa 10 Minuten vor dem Start. 20. Die Vorbereitungen für den Flug klingen normal. Okay, Checkliste nach dem Start. Nach dem Start, Enteisung. Die Besatzung überprüft alle Systeme und geht die Standard-Checkliste durch. Aus. Aus. Die Besatzung war sehr erfahren, sowohl der Kapitän als auch die ersten Offiziere. Dynasty 611, Rollbahn 6, Wind 050 bei 9, bereit zum Abflug. Bereit zum Abflug, Dynasty 611. Abflug. Check. V1. Rotate. Landeklappen 5. 1-1 grün. Okay, Landeklappen hoch. Die Ermittler konzentrieren sich nicht nur auf die Gespräche, sondern auch auf eventuell ungewöhnliche Flugzeuggeräusche. Geräusche auf dem Stimmenrekorder können entweder hörbar gesprochene Wörter sein, die von einem Mikrofon aufgenommen werden, oder sonstige Unstimmigkeiten. Die werden auch erfasst. Doch im Cockpit ist es sogar ungewöhnlich ruhig. Uni Air 608, reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 210 Knoten oder weniger. Der Kapitän scheint entspannt zu sein. 200 Knoten, Roger. Auf dem Band sind Fluglotsen zu hören, die mit anderen Flugzeugen sprechen. Transasia 536, fliegen Sie auf Kurs 050. Kurs 050. Selbst kurz vor dem Absturz scheint alles in Ordnung. Es gibt keine ungewöhnlichen Geräusche. Gehen Sie runter und halten Sie 250. Die letzten Worte aus dem Cockpit stammen von Captain Yi Ching Fung. 2000. Er gibt die Distanz zu ihrer Reiseflughöhe an. Danach folgt ein Signalton. Er weist die Besatzung darauf hin, dass sie sich der 11.000 Meter Höhemarke nähern. Anschließend zeichnet das Cockpitmikrofon das Geräusch auf, wie das Flugzeug auseinanderbricht. Eine halbe Sekunde später ist die Aufnahme zu Ende. Dem Stimmenrekorder können wir entnehmen, dass das Gespräch der Besatzung ganz normal war und dann auf einmal abbrach.
Man hörte, dass etwas passiert war, aber man hörte nicht was. Wir konnten bis dahin schon vieles ausschließen, aber wir hatten immer noch nicht den entscheidenden Hinweis auf die Absturzursache der 747. Nachdem sich der Stimmenrekorder als Enttäuschung entpuppt hat, bleibt den Ermittlern nur die Untersuchung der Wrackteile. Sie konzentrieren sich auf Teile, mit denen sich eine eventuelle Verbindung zu TWA Flug 800 herstellen lässt oder eben nicht. In der Folge untersuchten wir den zentralen Tragflächentank sehr genau. Am 12. Juli, 48 Tage nach dem Absturz. Wow, wow. Ein bisschen nach links, bitte. Ein Erfolgsmoment. Okay. Das ist definitiv der zentrale Tragflächentank. Markier ihn und lass ihn hochbringen. Der Tank wird zu den anderen Wrackteilen am Pier gebracht. Die Ermittler wollen herausfinden, ob er explodiert ist. Sollte das der Fall sein, wie bei TWA Flug 800, müsste er verbogen und verdreht sein. Das Metall hätte sich nach außen verbiegen müssen. Dieser Kerosintank ist jedoch anders. Der zentrale Tragflächentank war relativ intakt. Anders als bei TWA Flug 800 ist das Metall nach innen gebogen. Auch lässt sich kein Ruß erkennen, der bei einer Explosion entstanden wäre. Den zentralen Tragflächentank konnten wir nun als Ursache ausschließen. Aufgrund der Wrackteile, die zu diesem Zeitpunkt geborgen wurden, lässt sich eine weitere Theorie ausschließen: eine Bombe. Wir fanden bei den Trümmern weder Ruß noch Schäden durch eine Explosion. Mit dem Absturz von China Airlines Flug 611 hat sich weder die Katastrophe von TWA Flug 800 wiederholt, noch handelt es sich um einen Bombenanschlag. Die Ermittler stecken in einer Sackgasse. Es werden weitere Trümmer aus dem Meer geborgen. Die Ermittler stoßen auf einen interessanten Hinweis, als sie mehrere kleine Luftschächte von Flug 611 untersuchen. Alle Verkehrsflugzeuge verfügen über Dutzende solcher Schächte in der Nähe des Bodens. Sie dienen als Druckablassventile und werden Dado-Panels genannt. Doch sie öffnen sich nur aus einem Grund. Wenn der Druck im Frachtraum unter der Kabine plötzlich abfällt, dann würde der erhöhte Luftdruck in der Kabine so großen Druck auf den Boden ausüben, dass er einbrechen könnte. Das Flugzeug ließe sich nur noch eingeschränkt steuern. Genau das passierte 1974 auf einem Flug der Turkish Airlines. Die Piloten konnten die Maschine nicht mehr steuern, nachdem die Frachtraumtür herausgerissen wurde. Wir haben sie verloren! Wäre auf diesem Flug der Boden nicht eingebrochen, vielleicht hätten die Piloten das Flugzeug retten können. Nach diesem Unfall empfahl die NTSB den Herstellern, in Passagierflugzeuge mehr Ablassventile zwischen den beiden Ebenen einzubauen. Falls im Frachtraum der Druck abfällt, öffnen sich die Dado-Panels automatisch. Es findet ein Druckausgleich statt. In der China Airlines Maschine gab es 65 Dado-Panels, von denen 19 aus dem Ozean geborgen wurden. 4 von ihnen waren offen. Das sagt den Ermittlern, unter der Passagierkabine muss es einen plötzlichen Druckabfall gegeben haben. Die Ursache dafür bleibt ihnen jedoch schleierhaft. Durch die Dado-Panels kommen die Ermittler der Lösung des Rätsels näher. Es fehlen jedoch noch weitere Puzzleteile. Sie müssen noch hunderte Wrackteile auf Hinweise untersuchen. Kay Yong hofft, dass ihm einige dieser Teile Anhaltspunkte liefern können, wo der Druckabfall ausgelöst wurde. Ich habe mir die Flugbahnanalyse von Flug 800 durchgelesen. Ich würde es gerne versuchen. Die ballistische Flugbahnanalyse ist eine Methode, mit der die US-Ermittler TWA Flug 800 untersuchten.
Dafür sind hochmoderne Computer notwendig. Weil der Durchbruch wie bei Flug 800 mitten in der Luft stattfand, dachten wir, dass uns in unserem Fall die ballistische Analyse der NTSB helfen könnte, um die Flugbahn der Trümmer zu bestimmen. Die Analyse basiert auf einer simplen Tatsache. Die Teile, die zuerst vom Flugzeug wegbrechen, treffen als erste aufs Wasser. Falls die Ermittler herausfinden, welche Teile das waren, erfahren sie, wie es zum Absturz kam. Auf dem Radar konnte man zum Zeitpunkt des Absturzes erkennen, wie einzelne Teile heruntergefallen sind. Die Bergungskräfte haben die genaue Lage dieser Wrackteile erfasst. Diese Aufzeichnungen können die Ermittler jetzt mit den Radarbildern vergleichen. Außerdem kennen sie die Windgeschwindigkeit am Tag des Absturzes und können exakte Informationen über die Meeresströmungen einholen. Das letzte Puzzleteil liefert der Flugdatenschreiber. Höhe, Geschwindigkeit und Flugrichtung zum Zeitpunkt des Durchbruchs. Nachdem die Trümmer an Land gebracht wurden, wird jedes einzelne Wrackteil zur Identifizierung eingetragen und nummeriert. 327. Mit 18 dieser Teile will Kay Yong die Computeranalyse durchführen. Einige stammen aus dem vorderen Bereich, einige aus der Mitte und einige vom Flugzeugrumpf. 199. Er gibt alle Daten in den Computer ein, auch wie viel jedes Teil wiegt und welche Form es hat. 526. Mit der Information, wo die Teile ins Wasser gestürzt sind, sollte der Computer nun berechnen können, welches der 18 Teile als erstes vom Flugzeug weggebrochen ist. Können wir sehen, wann die Teile vom Flugzeug wegbrachen? Alle Daten zusammen ergeben ein aufschlussreiches Bild darüber, was in 11.000 Metern Höhe passiert ist. Kay Yong sieht, wie Flug 611 auseinanderbrach, vom Anfang bis zum Ende. Der Rumpf brach zuerst weg. Zusammen mit den Dado-Panels ist das ein sehr wichtiger Hinweis. Das bedeutet also, dass eher etwas im hinteren als im vorderen Teil des Flugzeugs für den Absturz verantwortlich war. Jetzt geht es den Ermittlern vor allem darum, Teile vom Rumpf zu bergen. Am Pier auf den Pescadoreninseln häufen sich die Wrackteile. Die NTSB schickt den Metallurgen Frank Sakar nach Taiwan, damit er die Trümmer untersucht. Ich lief an den Trümmern entlang und kam zu Teil 640. Ich bemerkte etwas Auffälliges, das ich mir genauer ansehen wollte. Ein zerbeultes Stück Metall, doch für die Ermittler ist es Gold wert. Das war unser Heureka. Da hatten wir vielleicht etwas. Hey, hier ist Frank. Wir haben das fehlende Puzzleteil. Wrackteil 640 soll den Ermittlern einen Blick in die Vergangenheit gewähren. Denn dadurch stellen sie fest, der eigentliche Absturz von Flug 611 begann vor 22 Jahren. Macht so viele Fotos wie möglich. Das riesige Rumpfteil, auf das Frank Sakar aufmerksam wurde, ist genau das, wonach die Ermittler gesucht haben. Es besteht aus einem Bauteil, der Seitenwand und der hinteren Frachtraumtür. Und es stammt von dort, wo der Analyse zufolge der Bruch begann, vom Rumpf. Im Vergleich zu all den anderen Trümmern war dieses Wrackteil sehr ungewöhnlich. Wir wurden sofort darauf aufmerksam und konzentrierten unsere Ermittlungen auf dieses Teil. Die Form des Metalls lässt darauf schließen, dass es mitten in der Luft abrupt abriss.
Wenn ein Flugzeug mitten in der Luft auseinanderbricht, sorgt die einströmende Luft mit einer Geschwindigkeit von 800 km/h dafür, dass intaktes Material auseinanderbricht. Das nennen wir einen Überlastungsbruch. Die meisten Teile, die am Anfang runterkamen, deuten auf diese Überlastung hin. Wenn Material wegen Überlastung oder Überbeanspruchung bricht, dann in einem Winkel. Die Bruchkanten von Wrackteil Nummer 640 jedoch sind flach. Was glauben Sie? Es ist sicher nicht Überlastung, es ist Metallermüdung. Wenn Metall dagegen lange kontinuierlich belastet wird und deshalb bricht, entstehen Ermüdungsbrüche. Sie sehen anders aus als Überlastungsbrüche. Die Bruchstelle bei Metallermüdung ist für gewöhnlich flach und glatt. Genau das beobachten die Ermittler bei Wrackteil Nummer 640. Deshalb kann das Material auch nicht plötzlich gebrochen sein, als das Flugzeug abstürzte. Das Teil trennte sich allmählich vom Flugzeug. War das die Ursache für den Tod von 225 Menschen? Uns stand noch viel Arbeit bevor. Eine detaillierte Analyse sollte klären, ob dieses Teil wirklich des Rätsels Lösung war. Das Wrackteil hat noch eine weitere Besonderheit. Auf ihm ist ein Blechflicken angebracht, ein Dopplerblech. Dasselbe Prinzip wie bei einem Fahrradflicken. Auf älteren Flugzeugen wie diesem sind Dopplerbleche nichts Ungewöhnliches. Ein Dopplerblech ist wie ein Flicken, den man auf der Metallhaut des Rumpfes anbringt. Falls es einen Riss, Sprung oder sonstigen Makel gibt, muss dieser repariert werden. Eine Möglichkeit besteht darin, ein Dopplerblech oder einen Flicken direkt darüber zu befestigen. Also muss dieses Wrackteil schon einmal repariert worden sein. Jetzt müssen die Ermittler nur noch herausbekommen, warum und wie es repariert wurde. Wir suchen nach einer Reparatur, hinten unten am Rumpf. Es muss eine große gewesen sein. Die Ermittler durchforsten die Wartungsunterlagen aus 22 Jahren. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht sehr detailliert. Darin etwas Aufschlussreiches zu finden, könnte sehr lange dauern. An diesem speziellen Dopplerblech ist etwas, das Frank Sarkars Aufmerksamkeit auf sich zieht. Am Rumpfäußeren waren längliche Streifen, die ihren Anfang zwischen dem Dopplerblech und der Haut zu haben schienen. Etwas muss unter dem Blechflicken ausgelaufen sein. War es möglich, dass die Haut gebrochen oder gerissen war und das Kerosin oder Luft zwischen dem Dopplerblech und dem Rumpf austrat? Das mussten wir weiter untersuchen. Wir schneiden ein Teil von hier bis dahin heraus und schicken es nach Chungshan. Um herauszufinden, was sich unter dem Dopplerblech befand, schicken die Ermittler ein großes Stück von Wrackteil 640 in ein Labor. Bei den anderen Boeing 747-200 Maschinen wurden keine baulichen oder mechanischen Mängel gefunden. Daher hebt die taiwanische Luftfahrtbehörde das Startverbot auf. Das Chungshan Institute of Science and Technology ist eine militärische Forschungseinrichtung. Es bildet die Speerspitze des taiwanesischen Raumfahrtprogramms. Hier untersuchen die Ermittler ein Stück von Wrackteil Nummer 640 genauer. Frank Sarkar von der NTSB findet direkt an der Bruchstelle einen Hinweis. Als ich mir die Oberfläche der Bruchstelle ansah, bemerkte ich, dass dieser Bereich mit Aluminiumoxid überzogen war, wie der Rost bei einem Auto. Wenn Metall jahrelang Sauerstoff ausgesetzt ist, verfärbt es sich. Aufgrund der Verfärbung schließen die Ermittler, dass der Flugzeugrumpf an dieser Stelle schon sehr lange eingerissen war. Nachdem sie das Dopplerblech entfernt haben,
werfen die Ermittler einen Blick auf die Aluminiumhaut darunter und erleben eine Überraschung. Als wir das Dopplerblech von der Haut entfernten, fanden wir dort einige ziemlich lange Rillen. Für einen so großen Schaden reicht ein Dopplerblech eigentlich nicht aus. Für uns war das wie ein Aha-Moment. Hier haben wir vielleicht etwas. Die Durchsicht der Wartungsunterlagen hat sich auch ausgezahlt. Es gibt einen kurzen Eintrag über eine Panne vor 22 Jahren, zu einem Zeitpunkt, als das Flugzeug gerade einmal 6 Monate alt war. Niedrige Geschwindigkeit, Sir. Vorsicht! Das Flugzeug kam bei der Landung mit dem Rumpf auf der Rollbahn auf. Haben Sie das gespürt? Das passiert, wenn ein Flugzeug in einem zu steilen Winkel abhebt oder landet. Man nennt es Heckanschlag. Wir haben bei der Landung Rauch und Funken an Ihrem Rumpf beobachtet. Roger, Hongkong Tower. Wir werden das überprüfen lassen. Heckanschlag, Sir. Ich trage das besser ein. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber gut ist es nicht. Einige Flugzeuge haben sogar einen Hecksporn hinten am Rumpf, damit die Außenhaut des Rumpfes nicht beschädigt wird, wenn der Anflug- oder Abflugwinkel einmal zu steil sein sollte. Die Reparatur bei einem Heckanschlag ist Routinearbeit. Die Ermittler wollen wissen, wie China Airlines das Flugzeug repariert hat. Im Logbuch des Flugzeugs wird die Reparatur nur kurz erwähnt. Ist das alles? Alles, was wir finden konnten. Der Eintrag von China Airlines ist nicht sehr detailliert. Bei China Airlines sagte man uns, dass sie diese Unterlagen nicht finden konnten. Und als wir nach ihnen suchten, behaupteten sie, dass sie verloren gegangen waren. In den vorliegenden Unterlagen steht: Am Tag nach dem Heckanschlag besserte China Airlines das Flugzeug provisorisch aus. Arbeiter brachten ein großes Aluminiumblech über den beschädigten Bereich an. Was wissen wir über die endgültige Reparatur? Es wird nicht viel besser. Die endgültige Reparatur sollte innerhalb der nächsten 4 Monate ausgeführt werden. Das haben wir dazu. In den Wartungsunterlagen steht, dass die endgültige Reparatur gemäß der Reparaturanleitung von Boeing durchgeführt wurde. Doch wir haben herausgefunden, dass die Richtlinien nicht eingehalten wurden. Der Anweisung von Boeing zufolge waren viele der Schrammen auf dem Flugzeug zu tief, als dass man sie noch hätte reparieren können. Der beschädigte Bereich hätte herausgeschnitten und ersetzt werden müssen. In der Reparaturanleitung von Boeing steht eindeutig, was zu tun ist, und zwar Schritt für Schritt. 22 Jahre später können die Ermittler mit Sicherheit sagen, aus irgendeinem Grund wurde das beschädigte Teil nicht ersetzt. Die Schrammen des Heckanschlags sind immer noch sichtbar. Ingenieure von China Airlines teilen den Ermittlern mit, dass der beschädigte Bereich zu groß war, um ihn herauszuschneiden. Daher schliffen sie ihn ab. Bei Schrammen kommt es darauf an, wie tief diese sind. Falls sie nicht sehr tief sind, können sie abgeschliffen werden. Falls sie aber zu tief sind, muss der verkratzte Bereich vollständig herausgeschnitten werden. Im Anschluss muss darauf ein deutlich größeres Dopplerblech angebracht werden, als letztendlich über der beschädigten Stelle befestigt wurde. Der Bereich mit den Schrammen wurde jedoch weder abgeschliffen noch herausgeschnitten. Er ist immer noch da. Und anschließend machte das Wartungspersonal noch einen letzten Fehler. Sie brachten das Dopplerblech direkt über dem beschädigten Material an. Doch dieses Blech war nicht 30% größer als der verschrammte Bereich. An manchen Stellen deckte es den Bereich nur knapp ab, an anderen gar nicht. Die durchgeführte Reparatur entsprach nicht den Instruktionen von Boeing. Trotzdem sollte die Eintragung den Anschein erwecken, alles sei korrekt abgelaufen. 22 Jahre lang musste folglich jeder, der den Eintrag las, annehmen, dass der beschädigte Bereich ordnungsgemäß herausgeschnitten wurde. Jetzt ergab das Ganze für uns ein Bild.
Als wir das Teil mit den Ermüdungsrissen sahen, war uns klar, dass die Reparatur nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 22 Jahre lang bemerkte niemand etwas. Bis zum Absturz. Weil die Mechaniker ihre behelfsmäßige Reparatur mit einem Dopplerblech verdeckten und dann als korrekt ausgeführt eintrugen, konnte niemandem ihr Fehler auffallen. Das Schwierige an der Sache war, dass man die unzureichende Reparatur wegen des Dopplerblechs nicht sehen konnte. Wenn man also nicht selbst bei der Reparatur dabei war, musste man annehmen, dass der beschädigte Bereich ordnungsgemäß herausgeschnitten wurde. Und jedes Mal, wenn das Flugzeug in den folgenden 20 Jahren abhob, weitete sich das Problem aus. In einem Verkehrsflugzeug stellt die Passagierkabine eine Druckkabine dar. Beim Steigflug wird der Luftdruck in der Kabine erhöht, damit er größer ist als der Außendruck, wie ein Reifen, der aufgepumpt wird. Dann drückt die Luft im Inneren gegen die Außenhaut des Flugzeugs. Immer wenn der Druck im Flugzeugrumpf erhöht wurde, konnte der Riss etwas größer werden. Seien es nur ein paar Millimeter oder eben gleich Zentimeter. Während jedes Steigflugs expandierte und kontrahierte die Außenhaut ein bisschen. Weil die Reparatur nicht korrekt durchgeführt worden war, riss das Metall immer weiter ein, bis der Riss schließlich unglaubliche 2,30 Meter lang war. In einem Diagramm sehe man am Anfang nur ein langsames Wachstum. Im Laufe der Zeit wurde der Riss aber immer größer. Aus einer kleinen Schramme wurde ein großes Problem. Als sich Flug 611 im Mai 2002 im Steigflug befand, forderte die kleine Schramme 225 Menschenleben. Mit zunehmender Flughöhe stieg auch der Druck im Rumpf. Der größer werdende Riss hatte nun seine kritische Länge erreicht und breitete sich wegen der Belastung in alle Richtungen aus, wie ein Spinnennetz. Er verlief wahrscheinlich einmal komplett um den Rumpf, bis schließlich der ganze Achterbereich des Flugzeugs einfach wegbrach. Die Maschine stürzte steil nach unten. Die Gewalt der Luft zerschmetterte das Flugzeug innerhalb von Sekunden in 1000 Teile. Jetzt wissen die Ermittler, ein unbemerkter Riss verursachte den Bruch von Flug 611. Außerdem finden sie heraus, dass China Airlines den Riss fast entdeckt hätte und 225 Menschenleben hätte retten können. Die 747 der China Airlines wurde vor 22 Jahren mangelhaft repariert. Trotzdem war sie in all den Jahren regulär im Einsatz. Sie startete und landete mehr als 22.000 Mal. Im Laufe dieser Zeit wurde das Flugzeug immer wieder gewartet. Laut Boeing sind regelmäßige Überprüfungen am Flugzeug vorzunehmen. Doch dabei entdeckten die Mechaniker nicht den massiven Riss am Rumpf, der immer größer wurde. Ein Unfall in einem anderen Land hätte jedoch beinahe dazu geführt, dass China Airlines den versteckten Schaden doch noch bemerkt. 1988 löste sich das Dach einer alten Boeing 737 der Aloha Airlines. In der Folge entwarf die US-amerikanische Luftverkehrsbehörde FAA ein Prüfverfahren für ältere Flugzeuge. Demnach mussten Fluggesellschaften auf der ganzen Welt ihre Flugzeuge gründlicher auf Korrosion und Risse überprüfen, sowie Reparaturen an Flugzeugen inspizieren, die in der Vergangenheit durchgeführt worden waren. Hätten Sie sich bei diesem Flugzeug das Wartungsbuch angeschaut und mit der Reparatur verglichen, hätten Sie es noch einmal reparieren müssen. China Airlines begann mit dem neuen Prüfverfahren im Jahr 2001, ein Jahr vor dem Absturz. An der Unglücksmaschine identifizierten und fotografierten Ingenieure 31 Dopplerbleche, auch das über dem fatalen Riss. Diese Bilder beweisen den Ermittlern, dass China Airlines einen wichtigen Punkt übersehen hat, der sie vor der drohenden Gefahr hätte warnen können.
Wir sahen uns die Bilder an, die China Airlines von der Reparaturstelle gemacht hatte, und bemerkten, dass sie es genauer hätten überprüfen müssen. Die Fotos zeigen einen dunkelbraunen Fleck außen am Flugzeug. Genau dieser mysteriöse Fleck, der bei Frank Sarkar den Eindruck hinterließ, dass sich hinter dem Dopplerblech ein Loch befindet, als er das Wrackteil zum ersten Mal sah. Wieso schrillten bei diesem Fleck also nicht schon vor dem Absturz die Alarmglocken? Viele Jahre durfte an Bord der unheilvollen 747 von China Airlines geraucht werden. Die Luft füllte sich mit Nikotin. Der Rauch wurde durch den Riss am Rumpf nach außen gedrückt. Nach einiger Zeit bildete sich an der Außenhaut dort ein Nikotinfleck. Der Fleck war sehr deutlich. Jeder erfahrene Wartungsmechaniker hätte ihn sofort bemerken müssen. 7 Jahre vor dem Absturz erließ China Airlines ein Rauchverbot an Bord. So lange muss sich der Riss also schon mindestens am Flugzeug befunden haben. Aber statt der Ursache des Flecks nachzugehen, wir müssen die Neuinspektion bei unserer nächsten großen Wartung durchführen, legt China Airlines den Termin für den zweiten Teil des FAA-Prüfverfahrens fest, die Kontrolle der durchgeführten Reparaturen. Das wird die Überprüfung 7C sein. Am 2. November 2002. Bis zum November 2002 sollte es die 747 jedoch nicht mehr schaffen. Sie brach über der Formosa-Straße auseinander. 5 Monate vor der Inspektion, bei der man den versteckten Defekt mit Sicherheit entdeckt hätte. Die Flugunfallermittler wollen sichergehen, dass ein derartiger Unfall nie wieder vorkommt. Ihre Empfehlung lautet: Luftfahrtbehörden auf der ganzen Welt sollen unverzüglich durchgeführte Reparaturen auf mögliche versteckte Schäden untersuchen. Wir akzeptierten ab diesem Zeitpunkt keinen kurzen Eintrag über die korrekte Reparatur mehr. Wenn wir die notwendigen Unterlagen über die einwandfreie Reparatur nicht erhielten, musste das Dopplerblech noch einmal demontiert und die Fläche darunter inspiziert werden. Die NTSB gibt ihre eigenen Empfehlungen heraus. Eine davon: das Wartungspersonal vor den Konsequenzen zu warnen, die es nach sich zieht, wenn es Schäden versteckt. Denn das kann zu Materialversagen führen. Die Moral von dieser Geschichte ist, dass Reparaturen ordentlich durchgeführt werden müssen. Als Mechaniker denkt man bei einer Reparatur vielleicht nicht an die Menschen, die in 20 Jahren mit dieser Maschine fliegen werden. Die Sicherheit dieser Menschen hängt jedoch von ihrer ordnungsgemäßen Reparatur ab. China Airlines hat das Wartungs- und Inspektionssystem ihrer Flotte überarbeitet. Seit dem Absturz von Flug 611 hat sich das Sicherheitsprotokoll enorm verbessert. Die Ermittler haben außerdem vorgeschlagen, neue Hilfsmittel zu entwickeln, mit denen Mechaniker auch hinter einem Dopplerblech Schäden erkennen können. Geräte, wie sie heute eingesetzt werden. Boeing hat eine neue Methode entwickelt, um Risse unter einem Dopplerblech zu entdecken. Ein Gerät, das mit Ultraschall arbeitet, sodass die Schallwellen das Metall durchdringen können. So bemerken Mechaniker auch Schäden unter einem Dopplerblech. Dieselbe Technologie, mit der Ärzte einen Fötus im Mutterleib sehen können. Mit diesem Gerät wäre der Riss unter dem Dopplerblech von Flug 611 entdeckt worden. Doch auch diese Technologie hat ihre Grenzen. Schon einen bestimmten Bereich des Flugzeugs zu untersuchen, dauert viele Stunden, aber die Technologie wird besser. Die Probleme, die zu der Katastrophe bei China Airlines geführt haben, sind jedoch nicht aus der Welt. Jedes Flugzeug wird einmal alt. Und ältere Flugzeuge müssen immer gründlich auf Risse untersucht werden. 6 Jahre nach dem Absturz der China Airlines-Maschine musste Southwest Airlines aus den USA eine Geldstrafe zahlen, 7,6 Millionen Euro, weil sie ihre Maschine nicht auf Risse untersucht hatte. Die Geldstrafe für Southwest verdeutlichte noch einmal, wie wichtig die ordentliche Wartung eines Flugzeugs ist.
Auch wenn ein gründliches Wartungs- und Inspektionsprogramm kostspielig ist. Das Beispiel von China Airlines hat gezeigt, der Preis für eine mangelhafte Wartung ist deutlich höher.